Jetzt bleibt es, also kommt zur neuen Part The Witcher 3. Und die Reise geht direkt weiter. Wir wollen jetzt zu Vesemir weiterreden, wie denn jetzt fortfahren, wenn man unser Pferd. Pferd. Plätze. Ah, da ist er. Zwei Plätze. Machen wir jetzt zu Vesemir. Denn in nächster Zeit müsste dann auch der Rap rauskommen, der neue, von Psycho. Ich durfte schon mal reinhören. Vorab als einer der wenigen wahrscheinlich. Und es hört sich ziemlich gut an und sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ja, Link natürlich zu Psycho in der Beschreibung. So wie sie mir. Das ist noch eine Nebenquest. Komm, wir machen die Nebenquest noch. Nebenquest kann nicht schaden. So, reden wir mit dem. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Das tut mir leid. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Kopf. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Kleinbrandstifter suchen gegen Bezahlung. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stell's? Viel Glück! Okay. Dann tun wir mal die Hexen aus der. Mal. Ja. Loslassen. Wir gehen einfach erstmal hinter der Hütte. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ja. Aber wir gehen dann mal hier rein. Warte. Schleifsteine. Okay. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffen. Wo ist das? So. Die Axt hier. Ah, jetzt bist du die Kerze. Ach komm. Ist hier hinter was? Oh, hier ist tatsächlich was. Hier ist Fußspuren. Okay. Wir müssen hier hinter.
wo wir denn auskommen. Okay, also jetzt geht ihr zum Boot. Stiefelspuren, ein Mann, ein großer. Okay. Truhe. So. Wir gehen die weiter. Soll er das Wasser schöpfen oder nicht? Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Okay. Folgen wir der Spur weiter. Geht Richtung Stadt wieder, beziehungsweise Dorf. Die Spur führt wieder ins Dorf. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Zu was? Zu doof. Gehen die Spuren weiter. Hier hin. Hier endet die Spur. Aber ich okay. Sollte vielleicht mal mit der Dame reden, mit der Feuerin. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Okay, ich gehe zurück und rede mal mit ihm. Was will sie mir? Jo, nicht die Nummer. Hier hinter, ne? Da. Mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. Dervan. Nicht Golden. Hier war es, genau. Wir haben das Problem gelöst, auf jeden Fall. Komm, dann reden wir mit dem. Hä? Warte. Ich hab doch. Aber gehen wir mal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Komm. So, wir haben die doch entdeckt. Guck mal, wir gehen jetzt da rein. Festnehmen oder wie? Ah, ich soll reden mit dem. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Kommt nicht in Frage, du kommst mit. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Beruhig dich und komm mit. Ganz ruhig, komm jetzt. Wir wollen doch morgen noch freundlich bleiben, ne? Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Schmied zurück. Zum zweiten Mal. Ja, du musst dich entschuldigen. Ja, ich guck mich in die richtige Richtung. Und da vorne ist der Schmied. Das ist ja auch mal Symbolik. Der Karte.
muss aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt. Kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh shit. Harte Strafe. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich hab die Schwarzen zuerst gehasst wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen. Und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Das ist sehr nett. Okay. Ja, das war... war unvermeidbar. Aber ich hätte ihn auch einfach nur verprügeln können. Und wäre das gut gewesen. Nur der Zwerg, weil er darf seinen Schaden halt auch sitzen geblieben. Wir reden noch mit Wesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für einen Greifen angenommen. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ich habe ein paar Informationen über den Greif. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Kreuzdorn habe ich schon. Ich habe den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung. Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Bereite dich auf den Kampf gegen den Greif, von dem du den Trank Donner herstellst. Drücken wir für Start. Dann müssen wir ein Alchemiefenster. Und dann noch Zutaten. Findest du einen Beschreibungsgegenstand, den du herstellen kannst? Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Wähle das Rezept für den Trank Donner aus. Donner, wo bist du? Hier ist es. Drücke A, um einen Gegenstand herzustellen. So, jetzt haben wir den Trank. Eigentlich sonst noch irgendwas, was wir herstellen können. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Du hast einen Hexertrank, doch du musst ihn erst ausrüsten, wie du ihn verwenden willst.
So, da. Dann gehen wir zu Konsumgütern. Machen es als drittes. Stellen es unter den Pot. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke Steuerkreuz nach oben und den Trank auf den ersten Platz zu aktivieren oder den Trank auf den zweiten Platz zu aktivieren. So, was ist hier noch? Okay. So, es geht direkt weiter im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.